besonders herzlich begrüße ich alle Frauen hier im Saal. Denn wir sehen heute ein Frauenstück mit einem verwerflichen Inhalt. Die High Society wird aufs Korn genommen. Unter anderem gehört dazu ein zügelloser junger Kerl, Orest. Kamalua hätten wir, glaube ich, nicht die Freude gegeben. Ich erwähne Orest, weil er bei Ihnen auf dem Programm fehlt. Gespielt wird Orest von Christine Ahrens. Doch zurück zum Frauenstück. Jacques Offenbach dachte an die Frauen, als er die schöne Helena komponierte. Die schöne Helena verliebt in den wunderschönen jungen Paris. Das ist das Thema. Der fürchterliche Krieg, der sich aus dieser Affäre entwickelte, blitzt nur manchmal auf. Er bestimmt nicht die Handlung. Wir hören schöne Arien, wundervolle Melodien mit Titeln wie Erhöre uns Venus, wir vergehen vor Liebe. Bevor allerdings Venus wirken kann, habe ich drei ganz nüchterne Hinweise hier. Erstens, bitte schalten Sie die Handys aus. Die eingeschalteten Handys verursachen einfach Rauschen, Kratzen und hier sitzen viele gute Ohren, wir hören das dann. Zweitens, nach dem zweiten Akt gibt es eine Pause, Speisen und Getränke werden im Gänse angeboten. Und drittens, am Schluss, bitte die Fachschaft Musik um Spenden. Solch eine Inszenierung kostet Geld. Zum Beispiel die Aufführungsrechte müssen mit 3.000 Euro etwa bezahlt werden. Aber wenn Sie jetzt Ihre Handys alle ausgeschaltet haben, dann kann gelten, was der verliebte Paris im dritten Akt fordert. Hat Spaß an Lust und Liebe, wie es der Göttin gefällt. Viel Vergnügen. Geschmückten Opfer da, am Schatz Altar, so wie ein Volk jetzt zuvor Gott,
Täubchen und sonst nichts als Blumen. Wenn ich daran früher denke, da opferte man ganze Rinder und Schafherden bis zum Horizont. Und jetzt Blumen. Viele kommen. Es geht bergab mit den Göttern. Nicht mit allen. Venus zum Beispiel. Sie kämpft. Das muss ich zugeben. Sie kämpft. Naja. Bring wenigstens diesen Blumenstrauß der kleinen Megera, du weißt schon, dieser entzückenden Flötenspielerin. Aber sicher, der Augur. Ist der Donner schon zurück? Ich erwarte ihn jeden Augenblick. Was? Der ist immer noch nicht repariert? Wir brauchen ihn doch gerade heute so dringend. Es wird ein heißer Tag. Das Adonisfest, der Auftritt der Königin Helena, die Versammlung der Könige, der Wettbewerb der Dichter und Denker. Da darf doch ein Orakel nicht fehlen. Ohne Orakel kein Zauber und ohne Zauber keine Religion. Du kommst spät. Spät? Viel Arbeit war nötig. Die Maschine war in einem Zustand. Ihr habt sie ganz schön zugerichtet. Stell die Maschine auf ihren Platz. Pass doch auf, Mensch! Thank you.
der Leder. Halten Sie mich für überspannt? Mein Respekt würde das nie zulassen. Die Geschichte auf dem Berge Ida hat mich zutiefst aufgewühlt. Die drei Göttinnen, der Apfel und diese Hirte, besonders dieser Hirte. Wissen Sie genau das? Ja, bedauernd. Hat Venus ihm wirklich die schönste Frau der Welt versprochen? So sagt man. Naja, aber die schönste Frau der Welt... sind doch zweifelsohne Sie. Sie lastet so schwer auf mir. Wer lastet auf Ihnen? Die Hand des Schicksals. Sie verfolgt mich seit meiner Geburt. Und Menelaus? Ja, wenn Venus befiehlt... Man wird mich flatterhaft schelten, aber was kann man von der Tochter eines Vogels schon anderes erwarten? Oh, da kommt Prinz zu Rest. Oh, mein leichtsinniger Neffe. Schnell geht sie hier raus. Diese Familie. Leonada, Patene ist hier, Leonada. Leonada, Patene ist hier, Leonada. Lala, lala. Patene ist hier, Leonada, Patene ist hier, Leonada. Einmal
offizielle Orakel und der inoffizielle Berater von Papa, Parthenis Leona. Was für ein schöner Mann. Zu gütig, meine Damen, aber ein dringendes Opfer. Ein Opfer? Heute? Zu welchem Event? Event? Der Anlass ist das Adonisfest. Wir machen mit? Unmöglich. Wir sind bei jedem Fest dabei. Das geht nicht, es ist nur die höhere Gesellschaft geladen. Die geht bei uns ein und aus. Ich beschwöre Sie, die Königin selbst hat die Schirmherrschaft. Ach nein, meine Tante Helena, ausgerechnet bei ihrer Vergangenheit. Also, Prinz. Oh, Verzeihung, bei Tantchen waltet ihr immer die Hand des Schicksals, höchstpersönlich. Göttliche Fügung. Dabei können wir das auch sagen. Ist nicht alles Schicksal? Auf Wiedersehen, Kalchas. Und grüßen Sie, Tantchen. Ja, wenn ich meiner Berufung gefolgt wäre, dann wäre ich jetzt auch so ein Lebemann. Aber die Götter wollten es anders. Zum Opfer. Halt! Sind Sie ein Priester dieses Tempels? Ich bin Kalchas, der oberste Seher Jupiters. Ich komme in einer äußerst dringenden Angelegenheit. Also, wenn Sie ein Orakel brauchen, dann finden Sie vielleicht in der Vorstadt irgendwas Passendes. Ich bin das Orakel der höheren Stände. Wie ist denn die Brieftaube von Venus noch nicht angekommen? Wie bitte? Komisch, sie ist doch vor mir aufgebrochen. Nun, Sie wissen, wie das ist, Venusboten. Also, ich nehme Ihnen diesen Brief und diese Taube nicht ab. Aber sehen Sie doch dort! Ich sehe absolut nichts. Dort, dieser kleine schwarze Punkt, er kommt näher. Kommt näher. Nehmen Sie ihn, er ist für Sie. Die Marke von Kythere. Diese Taube muss leider schon wieder weiter. Diese Venus führt eine rege Korrespondenz. Tatsächlich von Venus? Was machen Sie da? Ist für meine Sammlung. Ich sammle Briefmarken. Okay. Einen Schäfer, schön und jung, von 20 Jahren zu Ihnen schicke ich. Ein Bild von Mann mit blonden Haaren wird sich auf mich beziehen. Durch ihn konnte ich im Wettbewerb siegen, was recht und billig war. Nun soll der Frauen Inbegriff erkriegen, die schöne Helena. Ich selbst, Frau Venus, hab den Brief geschrieben. Die Siegerin vom Ida kommt Helena, seid hilfreich und verschwiegen und sagt nur, Dida. Nur Dida. Da müssen Sie ja Paris sein, der Sohn von König Priamos. Ja, Mensch, ganz Sparta und Griechenland spricht von Ihnen. Von Ihnen stammt doch das berühmte Urteil. Wer bin ich? Na, wenn das so ist, also ich möchte ja nicht indiskret sein jetzt, aber vielleicht könnten Sie ein bisschen genauer, also wie sieht sie denn aus? Welche? Minerva? Nein, nicht Minerva, Minerva, die andere. Athene? Nein, Athene, nicht Athene, Venus!
sind Priester? Ja. Verzeihung, Großer Augur. Nun gut, ich höre. Auf Bergida stritten heftig sich der Götter Damen drei. Und der Streit war laut und heftig, wer die attraktivste sei. Ebo, diese drei Damen fielen in ihrer großen Pein. Ebo, wirklich gewagte recht bedenkliche Sachen ein, schier unglaubliche Sachen ein. Kam ein Jüngling dort gegangen, wohlgestaltet und charmant. Er ist lässig, unbefangen, hat nen Apfel in der Hand. Ach, schöner Knabe, ohne Gleichen, deinen Apfel kühner hält. Solltest der von uns du reichen, die am besten dir gefällt. Eboher, diesen drei Damen fielen in ihrer großen Pein. Eboher, wirklich gewagte recht bedenkliche Sachen ein, schier unglaubliche Sachen ein. Keuschheit sagte da, und doch weiß ein Notabene, kriegt den Apfel nicht dafür. Den Damen fielen sehr gewagte Sachen ein. Was soll dir denn bei ein Keuschheit sprach Frau Jono knapp und lacht? Du ersehnst doch nur berühmt ein Einfluss, Herrschaft, höchste Macht. Evohea Juno, fielen imposante Sachen ein. Imposante Sachen ein. Venus stand ganz ohne Regung, lächelt viel versprechend an. Ich stand zitternd vor Erregung, klar, dass sie den Preis bekam. Eboher, Venus der Schönen, fielen in ihrer großen Pein. Eboher, äußerst charmante, raffinierte Sachen ein, raffinierte Sachen Bravo, Kompliment, Prinz Paris aus Troja. Nun gut, Venus befiehlt, ich gehorche. Mein Tempel, mein Orakel, mein Donner, ich selbst. Alles steht zu Ihrer Verfügung. Soll ich Sie der Königin gleich vorstellen? Ja, aber inkognito. Ah ja. Thank you.
Schäfer. Ein Schäfer? Lasst uns. Die Hand des Schicksals. Nun, Jüngling, wo ist deine Herde? Meine Herde. Ach, dort unten, auf den Bergen. Und wieso hast du sie verlassen? Ich hörte, dass hier ein Wettbewerb stattfindet und hoffte, mich auszeichnen zu können. Durch dein Aussehen? Durch meine Intelligenz. Bleiben wir beim Aussehen. Gute Vorderseite. Und das Profil? Oh, und dieser Mund. So ein schöner Mund. Ein schöner Schäfer. Danke, Venus. Königin, der Wettbewerb. Sehen wir uns wieder? Das hoffe ich. Könige der Hofstaat. Mehr sei noch nicht gesagt, denn das kommt erst im dritten Akt. Bin mir
ne, lass so gut der Mann von Helena betrogen war. Ich, ja. Siehst mir ne, lass der gut, der Mann von Helena. Könige und Völker Griechenlands, heute geht es nicht um die Olympischen Spiele. Wir wetteifern heute um die Intelligenz. Wir haben starke Männer im Überfluss, den mutigen Achill. Die beiden Ajax. Mich selbst. Und mich. Was uns fehlt, sind Männer mit Geist. Bei den unsterblichen Göttern, es muss doch irgendwo Menschen mit Geist geben. Mit diesem Wettbewerb wollen wir diese Menschen finden. Könige, Dichter und Schäfer. Schäfer? Was sagten Sie, Königin? Ach, nichts. Könige, Dichter, Schäfer. Alle können um den Preis wetteifern. Der Sieger erhält einen Efeukranz. Nun ja, ursprünglich sollte es eine Goldkrone werden. Aber Leute von Geist sind mit Efeu hinreichend belohnt. Bravo! Alles für einen sparsamen Staatshaushalt. Und nun die Hymne. Von Griechenland. Hier ist das Rätsel. Ihr werdet sehen, dass das Siegel unversehrt ist. Es stammt aus Delphi von einer Dame namens Pythia. Menelaus, dir die Ehre. Aber gerne. Rätsel. Das erste ist es, Frauenhauptes. Hier? Das weiß ich, das weiß ich! Achill, das ist zu früh. Setzen Sie sich. Fahre fort, Menelaus. Das erste ist es, Frauenhauptes Zier,
Doch fehlt das End, das Zweite bringt in Eil, gleich des Entzückens Ausruf dir, das Dritte dann des Mondes vorderer Teil, zuletzt, was sich ein Lyriker ersehnt, wenn der Vollendung nahe er sich wähnt. Punkt. Also, los ihr Helden! Lockenwickler! Frikassee! Heldenblut! Lockenwickler! Danke! Gehen wir der Reihe nach vor. Wer sagte Lockenwickler? Ich! Hieß es nicht des Frauenhauptes Zier, Held Ajax? Frikassee? Ich! Nein, doch nicht. Und sie, Held Achill? Heldenblut. Das ist doch ganz klar. Die Frau wischt dem Mann nach dem Kampf das Blut von der Stirn mit den Haaren weg. Ich hab gewonnen! Ja! Achill, Sie haben das falsch verstanden. Setzen Sie sich. Sonst wirklich niemand. Ihr? Was willst du denn? Ja, das Rätsel lösen. Unverschämtheit, ein Hirte. Nun, wenn du meinst, ein Hirte hätte mehr am Kasten als Könige. Bitte. Das Frauenhaupt ist Zier. Doch fehlt das End. Lock. Ja, das ist richtig. Des Entzückens Ausruf. Oh. Oh, auch das ist richtig. Des Mondes vorderer Teil. Mo. Ja, das stimmt. Und was ein Lyriker sehnt. Tiefe. Lock, oh, mo, Tiefe. Das 4000 Jahre vor Erfindung der Eisenbahn. Ich hab's aber als Erster gesagt. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ja! Ja! Ja, ich hab gewonnen! Ach, hey! Sie sind unerträglich! Jetzt setzen Sie sich! Der Schäfer ist Sieger. Bravo! Ich bin Paris, ein Prinz, bin König Priams Sohn. Paris! Prinz Paris, Prinz Paris, Prinz Paris, dir mit ihm will, dir mit ihm Der mit dem Mann.
bin ein Mann von Adel. Sonst hätte am Ende lauter Tadel. Es hält der Fürst in Hand, Helenas edle Hand. Ein Wesen nicht vom Stand, zum Sieger hier ernannt, das wär höchst degutant. Ihr könnt den Kranz ihm reichen. Oh, ein Mann ohne Gleichen. Es wird Ihnen doch wohl belieben, heute Abend unser Gast zu sein. Wunderschönen Insel Kreta. Hab ich recht gehört, ich soll nach Kreta. Es ist so schön dort auf Kreta. Oh,
Doch sagt mir, was soll ich auf Kreta? Nicht lang fragen, fort nach Kreta. Nicht lang fragen, fort nach fort. Nicht lang fragen, fort nach Kreta. Nicht lang fragen, fort nach fort. Fort nach Kreta. Oh!
Ich empfange ihn nicht. Dann wird er denken, Sie hätten Angst. Was? Ich und Angst? Empfangen Sie ihn. Gut, lass ihn ein. Na, na. Ich frage erst mal meine Eltern um Rat. Sehr wohl, Madame. Vater, Mutter und du, Venus, wieso suchst du dir immer meine Familie für deine Experimente aus?
getan. Die Männer wollen doch nur das eine und dem Olymp ist es egal. Verspottet wird des Weibes Schwäche, ich aber trotz der Sinne blind. Doch willst du, dass ich ihr breche? Was soll dann all mein Widerstand? Was soll dann all mein Widerstand? Gib Venus zu, dir bereitet's Pläsier, wenn schwach ich werd und ich mich amüsier. Gib Venus zu, dir bereitet's Pläsier, wenn schwach ich werd und ich mich amüsier. Mein Gewand? Ja. Und gefällt es Ihnen? Sehr. Sehen Sie, die Göttin versprach mir die Liebe der schönsten Frau. Und das sind ohne Zweifel Sie, Madame. Streiten Sie es nicht ab. Ich weiß Bescheid. Es gibt drei Mittel, eine Frau zu erobern. Und die wären? Mittel 1, die Liebe.